Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Musik macht Mut Gespräch. Wir haben auch heute wieder einen interessanten Gesprächsgast, nämlich den Nico Lasker. Hallo Nico. Hi Tim. Nico, du bist ein Musiker, der als Singer-Songwriter angefangen hat. Du warst als Straßenmusiker unterwegs. Du hast parallel dazu auch Bühnen bespielt, du hast auch schon früh YouTube als Medium eingesetzt und deine Entwicklung hat dich eigentlich dahin gebracht, dass du inzwischen auch mit einem größeren Setup unterwegs bist, dass du als Duo mit Kollegen die Bühnen bespielst, dass du teilweise mit einer Band unterwegs bist, dass du verschiedenes weiteres Equipment einsetzt. Und über diesen Werdegang möchtest du einfach heute auch ein bisschen gerne erzählen. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema. Genau. Das freut mich, dass du damit heute bei uns bist. Du hast ja deine erste EP Fein rausgebracht, als du tatsächlich noch als Singer-Songwriter unterwegs gewesen bist. Genau. Sozusagen noch verhältnismäßig reduziert. Dann kam eben so diese Weiterentwicklungsphase. Und deine kommende EP Gone zeigt dann eigentlich noch wieder ein ganz anderes Spektrum. Wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt so diesen Werdegang vergleicht, das, was du früher gemacht hast, was du früher erlebt hast, wie du das früher vermittelt hast, mit der heutigen Situation für deine neue EP? Also es ist so, dass ich früher mit Akustikgitarre aufgetreten bin. Ich habe mir dann für die EP Fein wunderbare Menschen mit ins Studio geholt, den Mario Radetzky, Karan Walia und Michael Dreilich, mit denen ich auch heute noch an Gorn gearbeitet habe und auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten werde. Der Unterschied war, dass wir bei Fein aufgrund der vielen Möglichkeiten und ich als junger Künstler war einfach sehr überfordert, uns darauf reduziert haben zu sagen, okay, wir benutzen ein Schlagzeug, wir benutzen eine Gitarre und wir benutzen einen Bass. So, das sind die Grundelemente und darauf wollen wir das Ganze erstmal anfangen. Jetzt ist es aber so, dass ich sehr, sehr versierte Musik höre. Ich höre sowohl Hip-Hop als auch Punk, als auch Rock, als auch Pop. Ich bin da sehr, sehr versiert und wollte, dass sich das irgendwie in meiner Musik auch widerspiegelt. Jetzt haben wir bei Gorn tatsächlich angefangen, das erste Mal genreübergreifend zu arbeiten, neue Elemente reinzunutzen. Es gibt einen Song auf der Platte, der ist schon fast gerappt. Es gibt sehr viele elektronische Einflüsse. Es gibt auch immer noch sehr viele Rock-Einflüsse und Drum-Parts, die irgendwie sehr auf die Becken gehen und so. Das möchte ich auch nicht missen. Aber es ist so, dass ich im Songwriting zwischen Fein und Gorn irgendwie gemerkt habe, dass ich songdienliches produzieren möchte und nicht genredienliches produzieren. Also man wird ja immer sehr gerne mal in eine Schublade gesteckt und dem Ganzen entwehre ich mich quasi ein bisschen und versuche jeden Song individuell zu betrachten und zu sagen, okay, es ist ein Song drauf über eine Beziehung, die gescheitert ist, in dem ich sehr sauer bin. Ich habe Zeilen an Texten geschrieben, es wäre ein 12-Minuten-Song gewesen, wenn ich diesen Text alles gesungen hätte. Also habe ich gesagt, okay, wir beschleunigen einfach das Tempo und ich spreche es, ich rappe es mehr und einfach weil es zu der Emotion des Songs gepasst hat. Und genau das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Fine und Gone, dass es ein bisschen uniker ist und ein bisschen mehr songdienlich produziert wurde, als jetzt, um aufs große Ganze zu achten. Ich versuche in meinen Texten den roten Faden zu zeigen und nicht unbedingt im Genre. Genau. Okay. Wenn du jetzt dann früher sozusagen nur in Anführungszeichen mit der Akustikgitarre unterwegs warst und dann hat sich eben diese Entwicklung gezeigt, dass du jetzt eben mit Duo auftrittst, mit Band auftrittst und eben auch Backing-Tracks verwendest, wie kam es denn eigentlich dann so dazu, zu dieser Phase, zu dieser Umgestaltung deines Auftritts und deines kreativen Outputs? Ich war schon immer Fan von Bands, die es geschafft haben, live das Publikum krass mitzuziehen. Und bin schon immer großer Fan davon gewesen, soundmäßig, so doof es klingt, weggeblasen zu werden. Ich wollte vor der Bühne stehen und irgendwie ein breites Instrument haben. Und ich wollte die Show verlassen mit dem Gedanken, wow, das war jetzt unglaublich krass. Und dann gibt es natürlich Künstler wie Ed Sheeran, die aufgrund von der Loopstation das Ganze nur mit Akustikgitarre hinkriegen. Aber der Posten war irgendwie schon belegt, weil sobald man eine Loopstation in die Hand genommen hat, war man Ed Sheeran 2.0 und das war ja auch irgendwas, ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt als Künstler möchte, verglichen werden. Und dann
habe ich mir eine Band dazu geholt, was ich als für die meine erste Tour zum Fine EP ziemlich cool fand. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass Anfahrtswege von München, von der Band und kleine Support-Slots, die irgendwie gar nicht bezahlt werden, nicht wirklich rentabel sind. Wir haben noch eine Möglichkeit gesucht, das Ganze irgendwie cool zu machen, sodass ich trotzdem dieses fette Erlebnis haben kann, dass ich trotzdem die fette Live-Show haben kann, aber eben nicht mit 4, 5 Mann auf der Bühne stehen muss. Und da haben wir die Backing-Track-Szenen entwickelt, die quasi die Musiker, die nicht da sind, einfach ersetzen. Es ist nicht dasselbe, aber es kommt trotzdem irgendwie ein gewisses Feeling auf, was ziemlich cool ist. Natürlich hätte ich viel lieber meine Freunde dabei und würde viel lieber mit Musikern touren, aber es ist in einem jungen Status, in dem ich mich befinde, einfach manchmal finanziell nicht möglich. Und wir haben einfach eine Option gesucht, das Ganze irgendwie trotzdem cool zu machen. Genau. Okay, ja, also es ist ja, einerseits hast du jetzt deine EP-Releases, auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich dann auch sehr stark eben, wie du sagst, auf live ausgerichtet. Wie hat sich dann jetzt denn dann dieses Konzept dann auf die Live-Shows ausgewirkt und wie hat das Konzept die Live-Shows verändert? Ich würde sagen, dass im Grundkonzept Nikolaska-Konzert damals mit Akustikgitarre und jetzt mit Band oder im Duo ziemlich gleich geblieben ist. Und zwar, dass ich damals schon versucht habe, die Leute zu animieren, die Leute mitzumachen. Ich wollte immer, dass die Menschen auf der Bühne von mir 100% bekommen und irgendwie dasselbe auch zurückgeben, dass sie tanzen, dass sie mitsingen. Nikolaska-Konzerte waren noch nie Konzerte, auf denen man einfach nur rumgestanden hat und nichts gemacht hat, weil ich eben früher keine Band dabei hatte und ich habe diesen Sound haben wollen, also mussten die Leute mitsingen, damit es irgendwie cool wird. Und nur, also dadurch, dass jetzt das Instrumental zwar breiter geworden ist, bleibt trotzdem derselbe Grundgedanke bestehen, nämlich, dass ich mir hoffe oder mir wünsche von jedem Konzert, dass die Leute irgendwie schwitzend vor der Bühne stehen und mitmachen und mitsingen und tanzen und eine gute Zeit haben. Und deswegen würde ich sagen, dass auch wenn sich objektiv zwar vieles verändert hat, der Grundgedanke der Show trotzdem gleich geblieben ist. Okay, ja, verstehe. Du hast jetzt gerade wichtige Schlagworte gesagt, gerade zu der jetzigen Zeit. Hoffen und wünschen und Spaß haben und live dabei sein, das ist halt eine Sache, die wirklich auf das Hoffen und das Wünschen sich gerade momentan ein bisschen reduziert oder fokussiert. Da ist es gut, wenn man dann eben noch auch der Tonträger am Start hat, da jetzt eben dann diesen Output hat, dass es irgendwie weitergeht und dieses Hoffen und Wünschen, das hoffen wir natürlich und wünschen wir dir vor allem auch, dass Danke. das einfach wirklich dann wieder passieren wird bald. Das wünschen wir uns allen, das wünschen wir allen Musikern, das wünschen wir der kompletten Veranstaltungsbranche, das wünschen wir jedem, der in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Kultur zu tun hat. Ja. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Zeichen der Zeit momentan im Bereich Kunst. Und dir als Individuum und der gesamten Branche in diesem Sinn alles Gute. Es war ein interessantes Vielen Gespräch, Dank. interessante Inputs. Dankeschön. Wir danken dir und wie gesagt, bleib gesund und alles Gute. Danke Tschüss. gleichfalls. Bis bald. Ciao. Oh.